Oh nein, er ist frei. Na, vielen Dank, Colosso. Du kennst mich doch. Bleib wachsam, er könnte überall sein. Hier drüben etwa? Oh nein, Harrison wird jetzt auf der Party erwartet. Was? Ich sagte, Harrison wird auf der Party erwartet. Eine Überraschungsparty? Ich liebe Überraschungen. Habt ihr Clowns gerade meine Überraschung ruiniert? Nein, immerhin haben wir ja nichts ausgeplaudert von Piraten oder Lasertag. Ich glaube, ich halt lieber die Klappe. Ihr habt meine Überraschungsparty ruiniert, deshalb ruiniere ich jetzt allen anderen alles. Mein Mojo! Phoebe, ist mein böses Mojo noch da? Chloe, wir wissen, dass du Hiddenville vermisst. Und weil ja gleich Essenszeit ist, dachten wir, wir essen bei Splatburger! Cool! Oh, die Kinder sind so fürsorglich. Ich kann nicht fassen, dass sie schon bedient wird. Wir waren zuerst da. Ein Hamburger, bitte. Billy, das war dein Stichwort. Wollen Sie noch Pommes dazu? Wird doch Zeit. Ein Spiel, in dem mich niemand besiegt. Ja, apropos. Sorry, aber das nächste Spiel beginnt in 15 Minuten. Wenn dieser Club bis dahin noch steht. Na schön, die anderen sind weg. Wo ist dieser verrückte Feuerball? Das war fies. Oh! Wieso hasst er meine Kleidung so? Hey Süße, wieso brennen die Sandwiches, die Mom für dein Picknick gemacht hat? Das Picknick war öde. Da dachte ich, ich nutze die Zeit und übertrick's. Zieht euch das mal rein. Über das Fenster, rüber zum Mülleimer, direkt auf die Saftpackung. Nora Thunderman! Wow, ich bin baff, aber Laserstrahlen auf der Auffahrt abfeuern ist sehr gefährlich. Das hab ich auch gesagt. Du musst etwas vorsichtiger mit deinen Superkräften sein, Nora. Deine Tricks kosten mich ein Tablett voll Sandwiches. Und der Flachbildschirm und meine Glückshose gingen auch drauf. Ja, es war definitiv Nora, die deine Glückshose auf dem Gewissen hat. Gut, jetzt räum hier wieder auf. Okay, ich räum auf. Sobald ich die Mutter aller Tricks ausprobiert habe, dafür kommst du besser aus dem Mülleimer raus, Billy. Über Wongs Haus, rüber zum Vogelhaus, über den Strommast, direkt auf die Wassermelone. Hallo! Ich hab fast Chloe angeschmort. Du darfst dich nicht überschätzen, Lady. Ich bin gleich soweit, Colosso. Für welche Art Bart entscheidest du dich? Den linken Fan oder den Kessen Holzfäller? Oh. Max, ich brauch deine Hilfe. Später, ich kenne einen süßen Jungen, Owen. Er kommt rüber zum Spielen heute, doch ich weiß nicht, was ich tun soll. Bah, Tussendrama. Was zieh ich an? Was spielen wir? Servier ich ihm Snacks? Hilf mir! Wow, klingt wirklich hoffnungslos. Schließ die Tür beim Rausgehen. Du bist der schlimmste Bruder auf der Welt. Guck das auf ein T-Shirt. Gut, wieso geht dieser Mist nicht? Wieso starrt ihr blöde Jane mich so an? Fertige Lady! Ausgezeichnete Wahl! Max, wie konntest du nur? Mach's rückgängig! Ach, der Nasenharilisierer hat keine Umkehrfunktion. Dann rasiere ich dich eben. Und das war's schon. Fast wie neu. Ja. Was ist jetzt wieder? Aber der Bart ist wieder da. Wie das Lächeln in meinem Gesicht.
Ich kann beim Spielen mit Owen nicht aussehen wie ein verlauster Zauberer. Keine Sorge, Nora. Ich krieg das vor deiner Verabredung hin. Aber du musst die Schule schwänzen. Sag Mom und Dad, du bist krank. Meine Haut juckt auch wirklich ein bisschen. Weil auf ihr jetzt ein Bart wächst. Gute Nachtgeschichte. Ja. Wie konntest du das absegnen? Billy und Nora, ihr seid dran. Mal gucken, was ihr zieht. Ein Stift! Ein Junge mit einem Stift! Ein Junge mit einem Stift, der mich angafft! Ich hab doch noch gar nichts gezeichnet! U-Boot, Bodenmus, Küche! Ich hab's erraten, oder nicht? Ich geb auf, um nicht erklären zu müssen, was hier abläuft. Na dann, Chloe, jetzt wir. Danke. Los geht's. Gut. Also. Das ist furchtbar, aber weggucken kann ich auch nicht. Herz und Seele war gesucht. Also niemals. Keine Sorge, Chloe, das nächste Mal wird's klappen. Ich hab genug. Ich geh lieber meine Puppen füttern. Halt nicht doch, Chloe! Wir werden viel klüger sein als die anderen, Billy. Erstmal komm ich dran, dann du. Drück drauf! Und? Schlauer geworden? Durch und durch. Hey! Du hast mich beklaut! Au! Das wirst du bereuen. Au! Jetzt ist das Maß voll. Du solltest lieber auf sie hören. Au! Au! Moment. Au! Au! Chloe hat die ganze Zeit noch gar nichts gemacht. Glaubst du nicht auch, wenn wir mitmachen, würde sie sich etwas wohler fühlen? Ja, nur einen Moment lang. Für Chloe. Ja, natürlich. Für Chloe. Ja. Chloe, wie kommst du, dass du nicht rumhüpfst wie zu Hause? Ich hab keine Lust. Oh, hab dich nicht so. Das macht Spaß. Pass auf. Hopp! 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 Hopp. 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 Akrobatikmeister! Das war fantastisch. Könnten Sie uns vielleicht noch etwas mehr zeigen und die Kids mit einbeziehen? Tut mir leid, Coach Gibbons, aber wir sind falsch angezogen. Jetzt nicht mehr! Um ehrlich zu sein, ich hab nicht zugehört. Dann pass auf! Hundezeit steht auf dem Spiel. Okay, aber lasst mich erst mein Experiment beenden. Wir wissen bereits, was der Animalizer mit Menschen macht, aber was mag geschehen, wenn man ihn auf Wildtieren anwendet? Okay, ja. Unser Problem kann warten. Damit dringe ich gleich in Bereiche vor, die Mutter Natur nicht mehr kennt. Wissenschaft! Wow! Cool! Stehen wir zu nah dran? Der sieht verrückt aus. Er ist nur in der Nähe von Müll aggressiv. Sofern du also keine große Mülltüte mit dir rumträgst, bist du absolut sicher. Oh. Gib mir den Müll. Das ist sogar für einen Müllmann Schrott. Verwandle ihn zurück. Das werde ich nach seinem Angriff. Max! Waschbär? Das war Wissenschaft! Das ist furchtbar. Wir sollten bereits gewonnen haben. Okay, ich glaube, ich sollte gehen. Ich wollte deine Familie kennenlernen, aber so strengt das an. Wieso strengt das an? Wer ist anstrengend? Ich will gewinnen! Was soll das? Du musst mir verzeihen. Es war so, als hätte eine höhere Macht mich ergriffen. Oh, wir sind dran. Gut. Forme mir ein Meisterwerk, sodass wir gewinnen. Echt, jetzt reicht's mir langsam. Gerade kann ich meine Kräfte nicht einsetzen, aber das geht. Au!
von meiner Partnerin! Hau mich nicht, du Verräter! Friss sie dann, du Kameradenschwein! Hey! Geh doch nicht auf die Kleinen los! Okay, dann halt auf den Großen! Das sind meine guten Kissen, du blöde Hase! Ein Züchter? Er ist Hasenzüchter! Streiche spielen! Streiche spielen! Was tust du mir an, Allison? Ich schaff's nicht! Bleib cool! Sekunde, ich spritz dich zur Beruhigung mit dem Schlauch voll! Okay, schieß los! Nicht witzig, Colosso! Ich höre mit dem Streiche spielen für immer auf! Ich mag Allison echt. Nur sie möchte ich jeden Tag bei mir haben. Sag mal, willst du mich verletzen? Es klappt nämlich gut. Ich will sie bloß nicht verlieren. Gut, wenn du die Streiche einstellen willst, brauchst du einen Knaller zum Abschluss. Du hast recht. Nur ein letzter großer Streich zur Verarbeitung. Und Allison muss davon ja nichts erfahren. Moment, ich fege schnell die Konfettis von dir ab. Ja, ich komme sicher nicht rüber zu dir, damit du mich wieder reinlegst. Wow! Wir haben so viele Sorgen. Wie kannst du damit Doggen spielen? Weil wir keinen Hund mehr zu Gesicht kriegen. Wenn unser Hausarrest irgendwann vorbei ist, sind Katzen an der Macht. Niemand bekommt Hausarrest, okay? Wir benutzen den Animalizer auf Doggen und trainieren sie zu Mom. Gefällt mir. Brauchen wir einen Dad? Das Faultier im Garten würde sich doch anbieten. Max, hör auf, Unsinn zu reden. Wir machen aus Doggen jetzt unsere Mom. Laut den Anweisungen ist das nicht verboten. Dann los. Was? Ich fühle mich so groß. Wieso bin ich so groß? Im Haus riecht's nach Wurst. Habt ihr eine? Versuchen wir es mit Leckerlis. Leckerlis, 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 ja. Doggin, sitz. Sagtest du sitz? Ich sitz voll gern. Guck, ich sitz. Oh. Das schmeckt gut. Ich mag das, das schmeckt. Ja. Doggin, Händedruck. Ja, Händedruck kann ich. Wow, Finger, finde ich geil. Okay, jetzt sag, mein Name ist Barb und ich möchte mein Tablet zurück, bitte. Im Ernst, Phoebe? Mein Name ist Barb und ich möchte mein Tablet zurück, bitte. Bist du zufrieden? Ja, das war klasse, das war klasse, das war klasse. Ja, gut, ich hab's gemacht. Gut, Thunderman Swongs Party lassen wir rocken. Doch dieser Garten ist trist und trocken. Diese Party ist total öde. Womöglich ist es eine Überraschungsparty. Überraschung? Ich verschwinde. Nicht so vorschnell. Die neue, herzliche Wong muss sich mit der Zeit geirrt haben. Howdy, Nachbarn! Sie sagt Howdy. Sie ist wie ausgewechselt. Wo sind die Gäste? Sie sagten, es geht um 3:30 los. Tatsächlich. Ich Dummerchen. Vor 4 taucht hier keiner auf. Aber da ihr schon hier seid, könnten meine Lieblingsnachbarn mir beim Aufbau helfen. Merkst du es, Phoebe? Das war bloß ein Trick. Statt abzurocken, falle ich aus den Socken. Regt euch nicht auf, wir sind halt ein klein wenig früh dran. Daher greifen wir unter die Arme. Wir sind ja nicht bloß zum Arbeiten hier. Okay, wir müssen zum Arbeiten hier sein. Das ist meine Party. Such dir selbst einen Gig. Eine Kampfszene, wie lustig. Mach aus dem Börschen Kleinholz. Ihr müsst eigentlich sagen Peng. Spielt das echt eine Rolle?